Hallo, ich bin der Ralf von Jütterland. Herzlich willkommen hier in unserer Waschküche, die wir zu einer kleinen, behelfsmäßigen Küche umgebaut haben. Hier im Hinterhof. Heute ist ein Feiertag für uns. Der Tim wird 18 und er hat sich gewünscht, dass ich ihm einen Gulasch koche. Dafür haben wir jede Menge Fleisch besorgt. Ein Rinderbugfilet habe ich hier und noch einen Schweinehals. Und natürlich, wie es in ein ordentliches Gulasch gehört, noch einiges an Gemüse. In dem Fall Zwiebeln, Knoblauch, Spitzpaprika und noch eine Tüte Tomate. Soll insgesamt so, ich sage jetzt mal so, 16 bis 20 Esser. 6 Kilo Fleisch sollte hinkommen und das Ganze wird nachher noch mit Wasser und Rotwein abgelöscht. Ja, wie ihr seht, bin ich heute nicht in der Jurte, um zu arbeiten, um das Essen vorzubereiten, sondern habe ich hier in unserer ehemaligen Waschküche hier eingerichtet. Da haben wir jetzt so ein bisschen ein Waschbecken installiert und einfach einen Arbeitstisch, dass man hier gut arbeiten kann. Und gerade wenn man so größere Menge jetzt vorzubereiten hat, dann ist das hier im Hof ganz praktisch. Da sieht man eben hier der alte Waschkessel. Also da ist früher Wäsche drin gewaschen worden. Wir haben das jetzt einfach mal so gelassen. Ob ich den in Betrieb nehme, das wird sich noch zeigen. Der Kamin ist nicht ganz in Ordnung. Es hat hier ein Waschbecken bekommen. Und auf der anderen Seite die Arbeitsfläche, die ihr schon gesehen habt. Ja, und wenn man zur Tür rausschaut, dann sieht man draußen die Jotte im Hof stehen. Bis auf die Tomate ist jetzt schon mal alles geschnibbelt. Das gibt übrigens, passend zum Rindfleisch, gibt es Ochseherze als Tomate. Hier die Spitzpaprika, Zwiebeln und Knoblauch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Rotwein vom lokalen Winzer hier. Und dann kann es abgehen. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal muss ich Feuer machen. Das Rindfleisch ist jetzt drin und damit das Gulasch gut wird, muss es eine Stunde lang erstmal köcheln, bevor dann das Schweinefleisch dazu kommt und es dann nochmal eine Stunde köchelt. Also jetzt haben wir eine Stunde Pause, müssen wir nur schauen, dass das Feuer unterm Topf bleibt. Der Topf ist übrigens ein FT18, der sollte von der Menge her gut ausreichend sein, dass man nachher so 16 bis 20 Portionen daraus kriege. Das Rezept ist übrigens aus der wilden Küche, wo viele andere tolle Sachen drin sind, um am Lagerfeuer zu kochen. Und vor allen Dingen, es ist einfach und simpel und mit kaum Werkzeug und ein paar Handvoll Zutaten gut zu machen.
Party läuft. Die Gulaschsuppe und die Kürbissuppe, die laufen auch. Der Topf ist fast schon leer geputzt. Und ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, euer Ralf von Jotteland.